Okay, Leute. Ja, wir sind wieder hier bei Let's Play Pokémon Blattgrün. Hallo Vögel. Na, wie geht's euch? Mir geht's gut. Ja. Wir sind scheinbar vor Prismania City, glaube ich, war das? Oh, ich schiebe Wache. Oh, ich bin so durstig. Halt, stopp, der Durchgang ist zu viel. Na toll, und Jan hat nicht den Tee geholt. Das ist gut. Schauen wir mal ganz kurz. Hat Jan schon Surfer? Ja, doch, Surfer haben wir. Also waren wir in der Safari-Zone auch schon. Haben wir ein Pokémon mit Surfer? Was? Nein. Ey, das ist nicht wahr, Jan. Ohne Witz. Wieso nennst du deinen Relaxo Wursttoast? Und wieso nennst du deinen Raichu Porno-Ray? Und dann auch noch klein geschrieben. Schau mal, Vulnona, Bisaflor, Georock, die Originalnamen, alle groß geschrieben. Ey, das kann ich... Nee, das geht nicht. Absolut nicht. So, jetzt wartet, Leute. Das werde ich ändern. Ich bin für eine Regeländerung. Solche Spitznamen sollten echt nicht sein. Sowas ist dumm. So, du solltest nicht dein ganzes Geld für Getränke ausgeben. Versuche das hier. Tee erhalten. Ja, die gibt mir Tee. Ja, und damit kommen wir jetzt nach... Was? Prismania City? Ich glaube schon. Kann ich... Ja, doch, Fahrrad ist ausgewählt. Fahr! Ey, nee, solche Spitznamen. Nein. Ah, dieser Tee, er riecht so lecker. Hä? Kann ich ihn haben? Wow, das ist nett, danke. Schluck. Falls du noch nach Saffronia City möchtest... Saffronia, nicht Prismania. Dann darfst du passieren. Ich teile den Tee mit anderen Wächtern. Okay, gut. Jetzt erstmal. Ich muss ganz kurz hier mal was klarstellen. Geht ja nicht an, dass die Pokémon so scheiß Namen haben. Mal ganz im Ernst. So. Tauboga, ich brauch dich. Und dafür geht Bisaflor kurz mal sich verabschieden. Denn ich muss nach Lavandier. Ich muss zum Namensvergeber. Ey, das kann nicht sein. Ich glaube, in Lavandier war er. Ich muss, TMVM. Fliegen. Tauboga. Versuch fliegen zu lernen. Maximal. Ja, bla, bla. Welche Attacke soll sie denn vergessen? Ja, komm. Tackle. Ich benutze Tauboga eh nicht mehr. Maschine bereit. Ja. Und Tauboga erlernt fliegen. Sehr schön. So. Das machst du nicht, mein Freund hier. Jedes Mal. Ist mir egal. Wenn du es jedes Mal wieder umbenennst. Ich mach das auch. Ich benutze kein Pokémon, was solche Namen hat. So. War der hier irgendwo? Hallo, ich bin der offizielle Namensverwerter. Soll ich die Spitznamen deiner Pokémon bewerten? Ja. Nein. Wursttoast. Der Spitzname Wursttoast, oder? Ein schöner Name. Wieso ein schöner Name, verdammt? Möchtest du ihn ändern? Ja, möchte ich. So. Ich weiß, es hasst, es steinigen mich dann alle, aber egal. Relaxo. Okay, und alles groß geschrieben, wie die normalen Pokémon aussehen. Fertig, von nun an heißt es ein Pokémon Relaxo. Das ist ein besserer Name als der vorherige. Welch ein Glück für dich. Ja, na endlich. Hallo, ich bin der offizielle Namensbewerter. Na klar. Denn... Porno-Ray. Wie kommt man auf Porno-Ray? Hallo. Boah, ohne Witz. Porno-Ray. Das ist ein Raichu. Nichts anderes. Ja, ich möchte ihn ändern. Raichu. Pika war ja schon scheiße, aber das ging ja wenigstens noch. Das ist ein besserer Name als der vorher. Welch ein Glück für dich. Ja. So. Tauboga, flieg uns. Ich würde gerne wissen, wie Tauboga uns fliegen kann. Das Ding, das Viech ist... Weiß nicht, so groß wie eine Taube? Ein bisschen größer vielleicht. Aber trotzdem, wie soll das ein Erwachsener, also Teenager, sagen wir mal, oder
Eine 13-Jährige? Wie soll, trotzdem, wie soll das denn tragen? So, Bills PC. Pokémon-Lagerungssystem geöffnet. Ja, dann habe ich jetzt wenigstens mal ein bisschen Ordnung geschaffen. Tauboga kommt wieder raus. Absetzen. So. Und, ich werde, was werde ich machen? Hier. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Wir könnten einmal hier oben ein bisschen EP sammeln. Das könnte ich auch machen, aber, nein, nicht mit den Pokémon, die wir haben. Deswegen gehe ich... Jetzt muss ich nur noch finden, wo es ist. Ah ja, hier war es, genau. In die... Was war denn das? Wie hieß denn das? Sylphco oder Sylphco EG. Okay. Ja, das ist, ja, scheinbar irgendein Sitz der Sylphco und, die werden gerade von Team Rocket besetzt. Hey, Blalk, was machst du hier? Blalk, ey, ohne Witz. Ich bin ein hübsches Mädchen und er hat 5 Pokémon. Mit welchem Level? 25, okay. Los, Bisaflor! Bist du auch mal wieder dran? Schlafpuder! Und es trifft. Natürlich trifft es. Mein Bisaflor trifft alles. So. Der Gegner schläft tief und fest. Rasierblatt! Ach klar, Flug-Pokémon. Ich bin so dumm. Golbert ist aufgewacht. Natürlich wacht es gleich auf. Ach. Zerschneider. Erstauner? Okay. Warum auch immer du Erstauner immer gegen Bisaflor einsetzt. Du hättest wahrscheinlich Flügelschlag oder sowas, was sehr effektiv wäre. Aber nein, du machst lieber Erstauner. Denn Erstauner ist episch. So, Bisaflor erhält Erfahrungspunkte. Zubat wird rausgewechselt. Deswegen gehe ich zu meinem Georock. Na los, Georock. Level 36 ist immer noch das Stärkste im Team. Ich finde das toll. Ah, mein Georock ist einfach nur gut. So, aber es kann nichts Neues. Schade. Wann lernt denn Georock Erdbeben? Ich weiß es nicht. So, Zubat. Georock erhält ein paar Erfahrungspunkte. Als nächstes wird Zubat. Ey. Der ist ja vielleicht einfallsreich. Und Steinwurf. Tschüss, Zubat. Das ist sehr effektiv. Zubat wurde besiegt. Georock erhält Erfahrungspunkte. Als nächstes wird Zubat. Natürlich. Warum dachte ich mir schon, dass Zubat kommt? Und lass mich raten, als letztes ein Golbat. Könnte es sein? Könnte es sein? Könnte es sein? Das ist sehr effektiv. Georock erhält Erfahrungspunkte. Als nächstes wird Radikal. Das haben wir ja noch nie gesehen. Bei Team Rocket, Leuten. So, Intensität. Das ist nicht sehr effektiv. Ja, 5. Okay. Oh nein, Georock. Ja, okay, Ruckzuck macht noch weniger Schaden. Ist okay, ist okay, ist okay. Intensität 10. Mit einer Stärke von 150. Ah. Wer braucht schon Erdbeben? Puh. Schwachsinn hier. So, Georock erhält Erfahrungspunkte. Ich bin ein Versager. Das bist du in der Tat. So, ja, hier sind so Portale, die wir nutzen müssen. Und ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wo sie alle hinfallen. Na, was sagst du mir? Ob die Selbstkauf schon erledigt ist? Nein, ist sie nicht. Kann ich das Ding öffnen? Türöffner. Na super, ich muss den Türöffner finden. Ach, wie schön. Ich liebe so Team Rocket Sachen. Wo geht das hin? An Anfang. Yay. Schön. So, du bist uninteressant. Was haben wir hier? Eisen. Hey. Man könnte immer ein bisschen Eisen gebrauchen. So, da geht's runter. Ich will aber hoch, glaube ich. Achter Stock. Wieso bin ich im achten Stock? Wieso bin ich im siebten Stock? Na gut, egal. Das wird ja vielleicht mal lustig. Na, wo läuft das hin? Vierter Stock. Hallo, na? Ich hörte, ein Kind läuft im Gebäude herum. Warum hat es so viele Stockwerke? So, ein Pokémon. Arbok.
gegen mein Visa Floor. So. Ja, ich weiß. Bedroher vermindert seine Angriffsstärke. Dann mache ich mal wieder mit Schlafpuder. Und Arbok ist stärker als mein Visa Floor. Okay. Na, aber Arbok wird trotzdem keine Chance haben. Rasierblatt. Ich mache das immer so. Das ist nicht sehr effektiv. Naja, egal. Giftblick funktioniert nicht. Doch, funktioniert. Es ist paralysiert. Ich vergesse immer, dass Giftblick paralysiert. Warum zum Teufel nennt man eine Attacke Giftblick, die einen dann paralysiert? Ja, geil. Ist paralysiert. Natürlich bist du paralysiert. Warum auch nicht? Kreideschrei. Hey. Verteidigung sinkt noch stärker. Um 2 Stufen. Wie schön ist denn das bitte? Und warum wachen die immer nach einer Runde auf? Ja, ja, ist eingeschlafen. Zerschneider. Ja, schlaf du mal ganz kurz ein bisschen. Na, geil. Zerschneider macht auch keinen Schaden. Mein Visafloor ist hier vollkommen nutzlos. So gut. Ich benutze mal Egelsamen. Ist aufgewacht. Yay. Giftstachel. Das vergiftet mich aber nicht. Weil ich auch schon paralysiert bin und bald Visafloor. Warum weichst du aus? Nein. Danke. So, dieses wird ein langsamer Kampf. So. Nochmal Schlafpuder hier. Geht daneben. Ah, geil. Visafloor, du bist so toll. So. Zerschneider, komm. Das ist wahrscheinlich eh paralysiert, so wie ich ihn kenne. So, so. Nein, doch nicht. Okay. Und er hat ihn besiegt. Yay. Schön. Es war ein 3-mal Kreideschrei. Das heißt, meine Verteidigung ist um 6 Stufen, also das Maximale, gesunken. Und was haben wir hier? Den Türöffner. Ja. Okay. Nee, gegen dich will ich nicht kämpfen. Jetzt muss ich da irgendwie mich zurechtfinden. Ach, der Stock, da will ich aber nicht hin. Ja, ja, du bist uninteressant, ich habe dich gerade besiegt. Bingo, der Türöffner hat die Tür entriegelt. Ah, cool. Power Punch. TM1 war das. 2. Stock, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich laufe einfach mal ganz blöd durch die Gegend. Ja, die Tür ist entriegelt. Diese Tür entriegeln wir auch noch. Und ein Hypertrank. Schön. So, du bist uninteressant. Nein! Wie? Was? Seht ihr die Entfernung? Hallo! Bist du noch ganz sauber, mein Freund? Traumato. Na, super. Ich möchte, ehrlich gesagt, dieser Floor gar nicht mehr einsetzen. Egal, Zerschneider, komm. Rasierblatt vielleicht? Ah, okay. Sein Angriff steigt. Und macht trotzdem kaum Schaden. Ich möchte ehrlich gesagt Rasierblatt raushauen. Solarstrahl vor dem Wind. Paralysiert natürlich. Konfusion. Tschüss, Visafloor. Doch nicht. Wow. Okay. Nochmal Rasierblatt. Wenn du jetzt nicht zurückschreckst oder stirbst. Ein Volltreffer. Ja, natürlich. Warum auch nicht? Georock. Du bist dran. Steinwurf. So. Georock erhält Erfahrungspunkte. Als nächstes wird Macholo. Oh Gott. Ja, Georock will ich eigentlich nicht gegen Macholo einsetzen. Aber naja, ist das Stärkste. Von daher. Intensität. 7. Könnte reichen. Bei dem Levelvorsprung. Doch, dürfte es reichen. Ja, reicht.
Macholo wurde besiegt. Georok erhält Erfahrungspunkte. Und Slimer, ein Gift-Pokémon, was wir mit Erdbeben plätten. Ich habe gerade nicht gewusst, was ich sagen soll. Also Erdbeben, Intensität meine ich natürlich. So, oh Gott, ich habe fast keine Zeit mehr. Nur noch 20 Sekunden. Leute, das war erstmal Pokémon Blattgrün von mir. Nächste Folge beginnt bei Chris Felswurf. Ja, lerne ich doch ganz kurz noch. Nächste Folge bei Chris. Danach bei Jan wieder und dann bei mir. Oh Gott. Ja, okay, gut. Ich beende meine Folge bis hier. Hoffentlich sieht Chris das. Ciao.